So, ein wunderschöner Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total Chaos. Das ist falsch. Total Chaos. Da haben wir's. So. Wollen wir mal schauen, ja? Ich finde es immer schön, wenn wir eine neue Map spielen, also ein neues Chapter mit einer neuen Map, wie OBS immer erst das Hauptmenü erkennt und dann aber im Spiel wieder rausfliegt, weil es dann, ja, ein neuer Titel ist, ja, ich habe keine Ahnung, wonach er da wirklich geht. Aber jetzt hat er das Bild. Bam. Weil ich jetzt sage, weiterspielen. Wissen wir es letztens so. Also, ja. Vor 10 Folgen für euch. Oh, jetzt hat das behalten. Aber warum ist er stumm? Warte kurz. Hast du euch gerade schon ja Zeit stumm? Jetzt scheint es wenigstens, also ihr habt schon tot zu haben. Ich hab jetzt auch tot, okay, dann ist alles gut. Gut. Ja, ich habe übrigens keinen Plan, wie ich hier hingekommen bin. Ich habe mir letztens noch mal kurz die letzte Folge angeguckt. Aber ich habe keinen Plan, wie wir dieses Rätsel gelöst haben. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Von daher. Wollen wir mal schauen, wo wir hier lang müssen. Also gut, ist offensichtlich. Da liegt ein Zettel. Life back on the mainland was gone as smooth as I would have hoped. Sure, the therapy was a success and I have a new chance at life. But I can't be happy. I miss being at sea, at Fort Owls. Leader, my friends. Could I go back? Could I go back? Nobody there anymore. They're all gone. I'm sure Azel don't want to remain in this place. How does one make new friends when you are too scared to even look people in the eyes? I need help. Oh, der reflektiert. Ist das der Typ, der uns die ganze Zeit über das Walkie-Talkie? Ich bin verwirrt. Also auf Deutsch. Das Leben auf dem Festland ging so smooth, wie ich gehofft hatte. Also ging so reibungslos, wie ich gehofft hatte. Sicher, die Therapie war ein Erfolg. Und ich habe eine neue Chance im Leben. Aber ich kann nicht wirklich glücklich sein. Ich vermisse die See, Fort Owls, Leder, meine Freunde. Kann ich zurück? Niemand ist mehr da. Sie sind alle weg. Was? I'm sure as hell don't want to remain. Genau. Ich bin sicher, dass ich dort nicht bleiben möchte. Also, da wo ich jetzt gerade bin, auf dem Festland. Ich bin sicher, dass ich hier nicht bleiben möchte. Denn wie macht man Freunde, wenn man aus Angst es nicht mal schafft, ihnen in die Augen zu schauen? Also allgemein Menschen. Ich brauche Hilfe. Wo ist das? Warum ist der Balken komplett grün? Wir müssten eigentlich erstmal unser Inventar aufräumen, Leute. Das ist doch hier, das ist doch kein gutes Ende. Warte, was? Oh! Okay, wenn man mehrere Items hat und man Rechtsklick macht, dann spittet er eins ab. Aber wenn man nur noch ein Item hat und damit Rechtsklick draufklickt, dann droppt er es. Das ist ja gut zu wissen. Was bist du? Ach, du bist ein Stock. Cool, ja, siehst du, direkt viel smoother. Zigaretten, ganz ehrlich, weg damit. Gut, ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, Zigaretten brauchen wirklich keinen Platz, kein Gewicht. Ja, können wir behalten. Heavy armor has a complete reduced the chance of bleeding from enemy attacks. That is 50% of the attacks. Ja, können wir behalten. Da haben wir ja noch eine an, aber die ist mittlerweile schon fast halb runter.
ich bin halt echt einfach nicht gut da drin, Sachen wegzuschmeißen. Und wir haben wieder zwei Nagelkisten. Wow. Gut, gehen wir mal weiter. Tschüssi, schöner Kleber. Oh oh. Ah, wir sind zurück. Wir sind bei dem Gang, wo auch immer wir hier gerade sind. Auf jeden Fall haben wir Verstrahlung. Noch eine Nagelkiste. Oh, ein Schlüssel. Ja. Ja, ganz ehrlich, ja. Oh. Oh. Ist leider so verpixelt, dass ich gar nichts sehen kann. So, ich mach's mal so, dass das vollkommen für euch ins Bild, also unter meiner Kamera ist. Also wir sind hier, wo rot ist. Jetzt gibt's drei blaue Kreise. Ich werde die doch nie im Leben finden. Ich kann auf dieser Map nichts erkennen. Oh. Wo sind die gelben Pillen? Oh! Hab gar nicht gemerkt, dass wir langsam an Radiation sterben. Gut, vielleicht sollte ich mal die Pillen... also haben wir ja. Haben wir bereits ausgewählt. Nevermind. Ich brauche sie einfach nur nehmen. So. Hier war der Zettel. Achso. Dich kann ich droppen. War Rechtsklick, genau. Da bekomme ich auch zwei Droppen. Oh Gott, wir sind so überladen. Hier sind wir wieder in dem Raum, okay. Helmbatterie. Okay, ich nehme das mal alles mit. Und da gucken wir gleich mal rein. Ich will erstmal hier raus aus dem Raum. Wenn es hier so viel Radiation gibt, ich nehme mal direkt eine Jodtablette. Wir haben davon ja massig. Das rote Icon ist aber immer noch da. Müssen wir hier raus? Was, wo war der andere Weg lang? Achso, nee, war das Ende. Okay, nevermind. Gut, wir haben das Master, die Master Key, haben wir gerade gesehen. Oh. Oh, oh, oh. Sollten wir also mal speichern. Okay, Verstrahlung ist weg. Sehr gut. Das heißt, hier können wir erstmal verschnaufen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt mal verschiedene Sachen bekommen. Das war der Brief in dem Tunnel, den wir gesehen haben. Das ist die Landkarte. Radio Tower Radiation Notice. The Solution. Since we do not have the correct equipment on the island to deal with the radiation spills is significant. I have asked for some help from three citizens to construct a makeshift radiation suit. The parts can be found in red marked location. Gut, dann ist noch Text, aber die kann man nicht sehen. Ne, aufklicken geht auch nicht. Rechtsklick auch nicht. Schade. Warte kurz, warte kurz, warte, 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 warte. Ich habe ja, wir haben ja, ich nehme ja parallel auf. Das heißt, ich, doch, danke. Ich kann noch mal ganz kurz das Video aufrufen. So. Jetzt müssten wir eigentlich, wenn ich jetzt hier linker Bildschirm mache,
Hier sieht man das Video. So. Weil hier haben wir auch drei Symbole. Hier haben wir Shops. Wieso sieht man meine Maus? Ja, man sieht meine Maus. Und hier sieht man das, wo wir sind. Das heißt. Mal kurz. Amber, Pluto, Terrys. Amber, Pluto, Terrys. Da ist Pluto, aber Amber ist da unten. Was das Wort hier heißt, keine Ahnung. Sult? Sultan von irgendwas? Helmet und eine Batterie. Also ein Helm und eine Batterie. Hier unten ist Terrys Bar. Da ist June Block. Gott, ich habe keine Ahnung, wo hier was ist. Ah, jetzt verstehe ich das. Also es war diese Map, aber das Bild ist quasi, ihr müsst es quasi nach links drehen. Dann ist es genauso wie die Map, die wir an der Wand gesehen haben. Okay, dann machen die Kreuze nämlich auch Sinn von der Anordnung her. Und auch die Namen machen dann Sinn. Weil Pluto war dort nämlich rechts, Amber war oben. Und ja, wir sind hier, kann ich aber hier drauf erstmal nicht erkennen. Oder das ist der Bereich hier. Hier ist der große Brunnen. Ja, okay, das heißt doch, wir kommen von da. Hier ist der große Brunnen. Das heißt, dieses Sultan, oder was auch immer das bedeutet, ist in die Richtung, in der wir gerade stehen, kann das sein? Wenn wir rauskommen, nach links. Ne, wir sind gerade hier, wir sind rechts. Das heißt, wir müssen nach da. Hier müsste das Sult sein. Unlocked Whiskey. Ja, kommen wir überall rein. Oh, ich freue mich schon, wie wir jetzt alle Türen nochmal aufsuchen dürfen, um irgendwelche Sachen zu finden. Wie sieht es funktionstechnisch aus? Ich habe mittlerweile vollkommen vergessen. 3, 1, 5. Ach du Scheiße, jemand an. So, jetzt haben wir das 8er Magazin. Jetzt haben wir also noch ein 4er und ein 1er und das können wir zum 5er mal kombinieren. Jetzt haben wir auf 8 Pilk 8 geladen und noch ein 5er Magazin übrig. Von der großen Ballabum haben wir am meisten Munition, haben wir 216. Schrot haben wir gerade mal 8. Achso, bei dem Revolver. Revolver haben wir 41. Wäre also vielleicht eine gute Alternative, wenn die Pistole irgendwann leer ist. Und das wird sie bald sein. Oh. Autosave. Dann tun wir es dir mal gleich. Oh, Leute, ich habe Angst. Ah, ich höre von überall Geräusche. Ach du Scheiße. Ah. Ah. Oh Mist, ich habe mich gerade zu sehr auf den Bildschirm konzentriert, weil wir auch noch gerade Verstrahlungsschaden bekommen haben. Ah, oh, so viele Schäden mit einmal. Gut, wenn wir hier rausgehen. Hier kommen wir später wieder ran, ne? Ich muss nämlich erst noch ein paar Sachen abladen. Wir brauchen definitiv Stamina. Und das geht nicht, wenn wir so viele Sachen hier haben. Und wie gerade meine Maus ganz schön. Stockert so im Spiel. Habe ich mein Licht? Achso, ich habe mein. Ja, ich habe mein Licht an. Ah, schon besser. So. 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 Gott, wir müssen noch 200. Oh! Wir müssen noch 200 Pfund loswerden. Wie stellen sich die Leute das vor? Vor allem, was bitte wiegt so viel? Wir haben doch jetzt quasi schon alles schwer abgelegt.
Wir haben immer noch 270 Pfund. Was zur Hölle wiegt so viel? Das wollte ich gar nicht. Gut, wir können noch mal ein paar Sachen abwerfen. Wobei, die Dinger wiegen ja kaum was, oder? 7 Pfund. Oh, 7 Pfund haben oder nicht haben. Das Ding wiegt 12 Pfund. Wir haben immer noch über 30 Pfund zu viel. Was sollen wir denn bitte schon alles abwerfen? Das wiegt gar nichts. Okay, hier können wir durchaus ein paar abwerfen. Aber dann haben wir aber nichts mehr zum Heilen, ne? Gut, ich nehme mal ein paar. Und dann sind wir einmal geheilt und schon sind wir unter 180. Yay! Alter, diese Kack-Stamina-Dinger brauchen mittlerweile so viel Gewicht. Holy shit. Kann es eigentlich noch auch ablegen? So. Okay. Oh, jetzt haben wir natürlich Hunger. Verdammt. Ja, nice. Boah, genau das Richtige getroffen. Dann essen wir mal hier nochmal. Hey, du sollst essen. So, danke. Na komm, ganz ehrlich nochmal. So. Jetzt folgendes. Wir haben die Axt auf der 2 nach wie vor. Wir haben die Pistole, wir haben das Maschinengewehr. Und mehr haben wir ja auch gerade. Na, die Shotgun, 8 Kugeln. Ich nehme die mal sicher auf die 1. Auch wenn sie uns nicht so viel bringen dürfte. Und ganz ehrlich, ich nehme die Pistole weg und mache dafür den Revolver rein. So. Dann speichern wir einmal. Ich weiß aber immer noch nicht genau, was wir machen sollen. Ich muss erst mal gucken, wo zur Hölle dieser Typ ist, der mit diesem Gesicht. Aber wieso kann ich... So, Radiation? So, bei dem Typen nehmen wir... Oh, wieder Radiation? Boah, halt auf so viele Sachen lässt sich achten. Aber wo ist dieser Kopftyp? Gut, erstmal kommen keine mehr. Wir haben es also erstmal überstanden. So, jetzt müssen wir gucken, wo die anderen bleiben. Oh, siehst du, mit ein bisschen Stamina geht es gleich viel besser. Radiation. Wo ist die Axt? Auf der 2. Okay. Radiation. Noch Radiation? Wir haben immer noch Radiation. Gott, so viel Radiation. Was? Geht doch. Oh, okay, Radiation ist jetzt wieder weg. Alter, wir hatten gerade so viele Pillen. Gott. Ein gesunder Tag. Ja, diese Schalter tut man noch nicht. So, die hinten hängen, die hängen da alle hinten ab. Das heißt, wir können mal irgendwo speichern. Und mal gucken. Okay, wir haben wieder Hunger. Haben aber gerade nichts zum Essen da. Okay. Nein, konnte ich denn daneben treffen? Oh oh, und der Augentyp ist da.
Oh oh. Nein, wo sind die zwei? Ja, nee, nevermind. Ah, Schrotflinte ist ja auf der 1. Da. So, wo ist die Axt? Auf der 2. Oh oh. Alle weg? Gut. Okay, also das Ding hier, das ist verstrahlt. Hier vorne ist überhaupt keine Radiation. Net to know. So, da kommst du mal mit. Dich benutze ich auch gleich mal. Danke dafür. Und dann... Ja, aber wir haben das rein hier. Ungefähr so. Ja, hä? Der hat sogar, weil es geht alles so eingeräumt, wie es davor war, oder? Nee, überhaupt nicht. Nevermind. Oder? Ach nee, manche Sachen hat er gar nicht abgelegt gehabt. Eben die Sachen, die wir abgelegt haben, die hat er wieder einsortiert wie Chaos. Na gut. So. Was macht... Erstmal nach... Oh. Wir haben keine Schrotmunition mehr? Das ist nicht gut. So, da kommt sowieso erstmal wieder unser Ding hier hin. Hiervon haben wir noch 41 Schuss. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei dem Revolver. Ne, den habe ich weggenommen. Mann. Ganz ruhig da bleiben. So. Dann. Was hat das geöffnet? Ah, da hinten. Aber hier ist halt so verstrahlt, ne? Ach, guck mal, stimmt ja, man sieht ja richtig, wie der Bildschirm grisselig wird. Gut, das heißt, wir bleiben erstmal. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Nee. Eigentlich haben wir so viele Tabletten. Oh, ich habe gerade großen Hunger. Ach ja, stimmt ja. Diese Tabletten brauchen ja, glaube ich, irgendwie Hunger, ne? Ja, die verursachen Hunger. Dann sollten wir mal ein Brot essen, noch ein Brot und noch ein Brot. Und ich glaube, wir sollten auch... nochmal ein Medikit nehmen. Wenn es da gerade schon lag. Ne? Okay. Und wir haben... A Hazard Suit Body. Ach, Suit soll das heißen. Das ist ein I. Ich hätte jetzt halt ein L gelesen. Also, Suit ist Anzug halt, ne? Okay, hier ist auch wieder offen. Das heißt, hier rüber geht's auch wieder raus. Gut, aber ich würde mal sagen, das machen wir dann nächste Folge. Von daher, bis dann.